immer nur beschäftigen, sonst kommen es bloß auf dumme Gedanken. Ja, Cholesterin ist schöne Scheiße. Ich werde hier oft gefragt, kannst du nicht mal ein Du vorstellen? Heute machen wir das mal. 4 Kilo Lindenstraße haben wir hier im Angebot. Habe ich gesagt, dass ich es gerade nochmal gewogen habe? Hoffentlich. Kurz mal zu den Hard Facts. Die letzte Folge, das war die Folge 1758, die lief am 29. März, also vor knapp 2 Wochen. Damit hat sich die längste Familienserie in Deutschland nach 34 Jahren und 4 Monaten vom Bildschirm verabschiedet. Die ARD hat bekannt gegeben, sie muss sparen. Die Produktionskosten für die einzelnen Folgen sind zu hoch. Die Sehgewohnheiten der Zuschauer haben sich verändert. Die Quote ist massiv runtergegangen. Wenn man sich anguckt, was sonst so für ein Ronz in Öffentlich-Rechtlichen läuft, dann ist das mehr als fragwürdig. Für mich als Fan ist das ein Skandal. Sollte das jetzt hier der Programmdirektor von der ARD sehen oder irgendein anderer Verantwortlicher, lass die Lindenstraße wieder aufleben. Ja, wenn ich jetzt hier so einen Hashtag setze, guckt das doch der Programmdirektor oder nicht? Die Chronik. Das hier ist die zweite Version. Es gab bereits eine erste Chronik der Lindenstraße, die wurde 2015 veröffentlicht. In der zweiten Fassung, die dann halt bis zum bitteren Ende geht, erwarten den Fan 736 Seiten mit 400 Abbildungen. Das heißt, das sind 80 neue Fotos im Vergleich zur ersten Chronik. Immerhin. Ganz nebenbei eine ganz emotionale Folge diesmal. Ich habe die Lindenstraße wirklich nahezu von Anfang an geguckt. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Straße, in der so viel passiert ist. Von Messerangriffen, über Fremdgehen, Drogen, Krankheiten, alles, was passieren kann, wenn gemenschelt wird. Die Menschen sind einem ja quasi wirklich ans Herz gewachsen. Insofern ist Lindenstraße schon mehr als nur eine Fernsehsendung. Ein Stück Familie, ein Stück heile Welt, ein Stückchen am Sonntagabend gemeinsam dort zu sitzen, mitzufiebern. Ja, es war schon halt auch ein Ritual, ne? Gut, zum Schluss habe ich die dann auch öfter mal im Stream nachgeguckt. Ich kann dann auch nachvollziehen, warum so eine Anna Ziegler, oder die Schauspielerin zumindest, auf der Straße bespuckt wurde, als sie der Helga den Ehemann ausgespannt hat. Kommen wir jetzt mal zur Darreichungsform des Ganzen. Schließlich soll es hier ja nicht um meine Befindlichkeiten gehen, sondern um den Star der Folge, das Buch. Solide produziert. Wir haben es hier mit einem Hardcover-Einband zu tun. Alle Seiten sind auf hochwertigem Papier. Macht richtig Spaß, da durchzublättern. So, dann haben wir hier noch so ein Lesezeichen-Frömsel drin. Leider wird kein Einband dazu geliefert. Das ist ein bisschen schade. Es nimmt unheimlich schnell irgendwelche Verschmutzungen auf. Das legt man einmal irgendwo hin, da hat man hier gleich so weiße Flecken. Das ist hier so eine Goldprägung. Und ansonsten ist das Ganze sehr schlicht gehalten. Sieht ein bisschen aus wie ein Kondolenzbuch. Man könnte ja jetzt meinen, es handelt sich um inhaltliches Nachschlagewerk, wo du dann nochmal zu jeder Folge irgendwie Informationen findest. Dem ist nicht so. Text findet in diesem Buch nur sehr spärlich statt. Es ist im Grunde genommen ein Fotoalbum. Klassischer Coffee-Table-Bildband. Wenn du echt auch lange als Fan dabei bist und du schon viele Sachen vergessen hast, was damals war, wenn du schon irgendwelche Figuren gar nicht mehr im Kopf hast, das Ding durchblättern, ist eigentlich ein bisschen wie ein Familienalbum. So würde ich es am ehesten beschreiben. Hier ein Vorwort von Hanna Geißendörfer, das ist die Tochter des Regisseurs Hans W. Geißendörfer, dieser Mann hier, der das ganze Ding angeleiert hat 1985. Hier noch ein bisschen Einführung auch und dann geht es auch schon los hier mit unzähligen Bildern. Man hat ja die Straße für die Außenaufnahmen tatsächlich gebaut. Einige Häuserfassaden wurden richtig gemauert. Hier sieht man die finale Bauphase. Die Leute aus der ersten WG, hier noch Vasili in der Mitte. Ich kann mich selber auch an vieles einfach nicht mehr erinnern. Einige Figuren, die sind nur noch ganz dunkel in meinem Kopf drin. Hier die allererste Folge. Familie Beimer, damals noch Helga und Hansemann zusammen. Dr. Dressler, noch nicht im Rollstuhl. Das ist übrigens auch etwas, was mir extrem gut an der Lindenstraße gefallen hat. Wenn da jemand mal im Rollstuhl saß, dann saß er da auch im Rollstuhl dauerhaft, wenn jemand querschnittsgelähmt war. Wenn jemand ein Hörgerät gekriegt hat, dann hat er das die ganze Zeit behalten. Und wenn jemand Alkoholiker war, dann war er das sein Leben lang. Und nicht wie bei anderen Serien hier eine Woche spielsüchtig, eine Woche Alkoholiker. Die Konsequenz, mit der man das auch durchgefilmt hat. Hier noch Egon Kling, Ute Mora als Bertha Griese. Erste Annäherungsversuche mit Hans und Anna. Das war ja sowieso ein Highlight damals, die ganze Affäre. Zorro und Gerhard Uecker, auch eine geile Figur hier gewesen, fand ich.
Der Klausi. Else. Else Selig. Else Klinger hat bei den Dreharbeiten den ersten Satz gesprochen. Er hat auch hier damals für Müller Milchreiswerbung gemacht. Super. Hans und Helga noch mit Vereinten Kräften damals zusammen. Andi. Hier mal wieder eine kleine Textpassage. Till Schweiger, der hat ja da quasi auch seine Karriere begonnen, bevor er glorreiche Kinofilme gedreht hat. Auch hier so Themen wie Heroin, da ging es dann richtig zur Sache, ne? Es ist viel zu gucken. Man kann hier sicherlich zu jedem Kram noch irgendwas erzählen. Hier Momo und Flip. Genau, das war das Fanfest zur 500. Folge nach 10 Jahren. Schöner Blick hinter die Kulissen. Diejenigen unter euch, die echt Fans sind und nochmal die gesamte Lindenstraßenzahl komprimiert in einem Buch zu haben mit echt guten Bildern. Es lohnt sich auf jeden Fall und denen muss ich jetzt, denke ich, auch nicht alle Bilder im Einzelnen zeigen. Man kann ungefähr erahnen, was hier los ist. Geile Sache. Aber schon ein bisschen schmuddelig leider. Das ist echt nicht gut gelöst. Also ein Einband wäre toll gewesen. Muss man sagen. Kostet im Handel 95 Euro. Muss man wissen, ist sicherlich nicht geschenkt, aber es ist auch wirklich gut produziert. Ich hoffe, ich habe da mal einen kleinen Einblick gegeben, insbesondere noch den Leuten, die Fans sind, so wie ich, und einfach mal sich gerade fragen, ob es sich wirklich lohnt, da 95 Euro für rauszuhauen. Bleibt eigentlich zum Schluss nur noch eine einzige Frage. Wird es jemals auf Konossik nochmal eine Buchbesprechung geben?